Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, in der Reihe zur Companion Bible sind wir nun bei Anhang 77 angelangt. Appendix 77, die chronologische Reihenfolge der Propheten. Prüfet alles und das Gute behaltet. Erstens. Dass die kanonische Reihenfolge der Bücher der Propheten nicht ihrer chronologischen Reihenfolge entspricht, ist allgemein bekannt. Aber die Daten, die gewöhnlich am Kopf oder am Rand unserer Bibel zu finden sind, wie auch in vielen der Tabellen, die in den Hilfen für Studenten enthalten sind, bringen das Thema in hoffnungslose Verwirrung. Die vier Propheten, die gemeinhin als große oder längere bezeichnet werden, nämlich Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, sind alle datiert. Von den anderen 12, die als kleine oder kürzere bezeichnet werden, sind 6 datiert, 6 nicht datiert. Siehe die Struktur in der Companion Bible Seite 1206. Denkt daran, die Companion Bible ist auf Englisch, kann man kaufen oder gratis downloaden und dort auf der Seite 1206. Ich kann das auch zeigen. So sieht das also aus. Auf bibelkreis.ch ist diese Seite sowieso im Original downloadbar. Kein Problem. So. Machen wir weiter. Die datierten Bücher sind Hosea, Amos, Micha, Zephania, Haggai und Sacharja. Die nicht datierten Bücher sind Joel, Obadja, Jona, Nahum, Habakkuk und Maleachi. Von den insgesamt 10 Büchern haben wir also 10 datierte, 6 undatierte. Siehe Anhang 10, also Appendix 10 innerhalb der Companion Bible. Die Appendix, die fast 200 Appendix sind ganz am Schluss der Companion Bible aufgelistet. Anhang der Angaben in den datierten Büchern selbst können wir die Jahre und Zeiträume, auf die sich die jeweiligen Prophezeiungen beziehen, genau festlegen. Bei den nicht datierten Büchern liegt der Fall anders. Und wir müssen uns auf die internen Beweise verlassen, die sie uns liefern. Diese sind jedoch in fast allen Fällen so eindeutig, dass es keine großen Schwierigkeiten bereitet, jedes der prophetischen Bücher seiner jeweiligen chronologischen Position zuzuordnen. Obadja ist vielleicht die einzige Ausnahme. Die nachstehende Tabelle wurde entsprechend erstellt. Es muss davon ausgegangen werden, dass die durch die dicken schwarzen Linien angegebenen Zeiträume die Dauer der Perioden sind, in denen die göttliche Botschaft weiterhin zu und durch den jeweiligen Propheten kam. Zum Beispiel Jesaja wird in der Tabelle 649 bis 588 vor Christus angegeben, was einen Zeitraum von 61 Jahren entspricht. Dies entspricht nicht den Lebensjahren des Propheten, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf 81 oder 83 Jahre umfassen. Siehe dazu die Anmerkung auf Seite 930 in der Companion Bible. Zweitens. Es ist jüdischer Glaube, dass Jeremia und Zacharia Zeitgenossen waren. Das ist durchaus möglich. Wir werden nicht darüber informiert, wann, wie oder wo Jeremia gestorben ist. Als Jerusalem endgültig zerstört wurde von Nebukadnezar 477 vor Christus, war Jeremia 57 Jahre alt. Er kann leicht weitere 30 oder 40 oder noch mehr Jahre nach diesem Ereignis gelebt haben. Wenn wir annehmen, dass er die Zerstörung Jerusalems um 40 Jahre überlebte,
dann wäre sein Todesjahr 437 vor Christus, 11 Jahre vor dem Ende der babylonischen Gefangenschaft im Jahre 426 vor Christus. Zacharia begann seinen siebenjährigen prophetischen Wirken 27 Jahre später im Jahre 410. Da jetzt die Tabelle, die ist aber in der Companion Bible ziemlich deutlich, grafisch. Aber wir erfahren in der Heiligen Schrift nichts über ihn, außer, dass sein Großvater ein Prophet war. Wir haben auch keinen Hinweis auf sein Alter, wie zum Beispiel im Fall von Jeremia und Daniel. Zacharia kam 410 vor Christus, sehr wohl mindestens 30 oder 40 Jahre älter gewesen sein, als er sein erstes Datum angibt, Kapitel 1,1. Folglich wäre er ein Zeitgenossen des großen benjaminitischen Priester gewesen, Priester zwischen 3 und 13 Jahren. Drittens, es ist außerdem wichtig, darauf hinzuweisen, dass die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Daten von den in den prophetischen Büchern selbst angegebenen oder durch interne Beweise nahegelegten Datierungen abgeleitet wurden und nicht umgekehrt. So kann der Student verstehen, dass die bemerkenswerten und bedeutsamen Gruppierungen der Propheten, wie sie hier dargestellt sind, in keiner Weise manipuliert oder eingepasst wurden, um irgendwelchen vorgefassten Ideen oder Theorien der Theologen zu entsprechen. Sie werden einfach anhand der Daten und der Angaben in den heiligen Aufzeichnungen selbst dargestellt und erzählen eindeutig ihre eigene Geschichte. Viertens. Was nun das Schaubild betrifft, hier unten, so muss weiter vorausgeschickt werden, dass Schnittpapier verwendet wurde, wie im Anhang 50. Dies ist sehr wichtig, denn nur so können die genauen relativen Proportionen der Länge der einzelnen prophetischen Ämter dem Auge gemäß präsentiert werden. Die dicken schwarzen Linien stellen den Zeitraum dar, den jeder Prophet abdeckt, entweder wie ausdrücklich angegeben oder wie es sich aus interne oder historische Beweise ableitet. Die Zahlenkolonne links und rechts sind die Jahre von 350 bis 700 vor Christus in Zehnerschritten. Die schwachen Schnittlinien dazwischen markieren jeweils zwei Jahre. Die dicken schwarzen Linien geben den Zeitraum an, den die einzelnen Propheten abdecken, wie sie ausdrücklich angegeben oder aus internen oder historischen Belegen abzuleiten ist. Der obere und der untere Rand jeder Linie markiert die genaue Position der angegebenen Jahre in den Spalten vor Christus und zeigt somit die relative Länge der Zeitspalte, der Zeitspanne jedes Prophetenperiode. Und hier wird der Wert des Abschnittspapiers sofort deutlich. Denn diese schwarzen Linien sind nicht nur Längenverhältnisse zueinander, nicht nur annähernd, wie es der Fall wäre, wenn sie in Schrift gesetzt wären, sondern sie beginnen und enden in jedem einzelnen Fall genau bei der angegebenen Jahreszahl. So wird das Auge in die Lage versetzt, die proportionale Länge aller prophetischen Perioden zu erfassen. Die Überschneidungen und in jeder einzelnen Gruppe die bedeutenden Brüche zwischen den Gruppen und ihren historischen Stellungen vor dem Hintergrund der Regierungszeiten der Könige von Juda und Israel. Die Zahlenkolonne links und rechts sind die Jahre von Christus, die in Zehnerschritten von 350 bis 700 vor Christus ansteigen. Jedes der größeren
Schnittsquadrate zeigen also 20 Jahre, jedes kleinere 2 Jahre. Auf diesem Plan ist jedes Datum, jedes Jahr und jeder Zeitraum verzeichnet und kann vom Schüler mit absoluter Genauigkeit überprüft werden. Es ist auch zu beachten, dass die dicken, schwarzen Linien selbst die genauen Positionen, der Anfang und Ende der auf der Abbildung gezeigten Jahre markieren, in den Spalten links und rechts, die durch die schwächeren horizontalen Linien angezeichnet werden und nicht die Zahlen, die jeweils direkt darüber und darunter stehen. Letztere geben lediglich die Jahre an, mit denen der jeweilige Zeitraum beginnt und endet, was durch den oberen und unteren Rand der schwarzen Linie genau angezeigt wird. Und der untere Teil der schwarzen Linie, zum Beispiel wird Jeremia als 518 bis 477 angegeben, des dicken schwarzen Strichs liegen auf den Linien dieser jeweiligen Jahre in den Abbildungsspalten. Wenn nun eine Zahl angegeben ist, wie im Fall von Habakkuk und Zephania, nämlich 518, ist es davon auszugehen, dass in der Schrift nur eine Jahreszahl angegeben ist. Der Tischanhang der obigen Tabelle wird anhand der obigen Tabelle wird deutlich, dass die 16 prophetischen Bücher in 4 bemerkenswerte und klar definierte Unterteilungen fallen, die durch 3 Pausen oder Zeiträume von Jahren getrennt sind. Jahreszeiten. Die erste Gruppe besteht aus 6 Propheten, nämlich Jona, Amos, Hosea, Jesaja, Micha, Nahum, die einen Zeitraum von 102. Dann folgt eine große Lücke oder Pause von 70. Die zweite Gruppe besteht aus 7 Propheten, nämlich Jeremia, Habakkuk, Zephania, Daniel, Joel, Ezekiel, Obadja, über einen Zeitraum von 94 durch eine Lücke oder Unterbrechung von 14. Die dritte Gruppe besteht aus 2 Propheten, nämlich Haggai und Zacharia, die einen Zeitraum von 7, dann folgt eine Lücke von 29, die durch den Propheten Malachi geschlossen wird. Der gesamte Zeitraum, den die 16 Propheten abdecken, beträgt also 316. Aus den oben Gesagten geht hervor, dass Malachi als eigenständig und getrennt von den anderen zu betrachten ist und nicht, wie gewöhnlich dargestellt, mit Haggai und Zacharia verbunden sind. Die Hebräer bezeichnen Malachi als das Siegel der Propheten und als Abschluss des Kanons der jüdischen Schriften. Die anderen 15 Propheten, 5x3, gliedern sich in 3 Gruppen von 6, 7 und 2 und der Zeitraum, der vor ihnen zusammen, einschließlich der Pausen abgedeckt, beträgt 287 Jahre. Sechstens. Die erste Gruppe beginnt mit Jona und endet mit Nahum. Beide sind mit Ninive verbunden. Diese Gruppe besteht aus 6 Propheten und der Zeitraum, den sie abdecken, beträgt 102 Jahre. Zwischen den ersten und 2 Gruppen gibt es eine große Lücke oder Pause von 70 Jahren. Nach jüdischer Überlieferung kam Jesaja bei der Verfolgung durch die Manasseer um, siehe Anmerkung, Seite 930. Wenn diese Verfolgung etwa 5 Jahre nach Manasses Thronbesteigung stattfand oder ihren Höhepunkt erreichte, was am wahrscheinlichsten ist, wäre das 584 vor Christus und dieses Jahr von 65 Jahren nach dem datierten Beginn von Jesajas Vision, nämlich das Jahr, in dem König Uzzia starb, 649 vor Christus, siehe Anhang 50 und die Tabelle dort.
Wir haben jedoch keinen Hinweis darauf, dass das Wort des Herrn zu Jesaja später, als am Ende der Herrschaft von Hesekiel und der Thronbesteigung von Manasse im Jahre 588 vor Christus. Von diesem Jahr an und bis zum 13. Jahr des Josia, 518 vor Christus, gab es also kein Kommen des Wortes, sondern stattdessen ein langes, feierliches Schweigen Jehova über 70 Jahre. 588 minus 518 gleich 70. Dieses Schweigen wurde schließlich durch die göttliche Äußerung durchbrochen. Jeremia, Habakuk, Zephania gleichzeitig im Jahre 518. Und das Wort kam dann in einer ununterbrochenen Folge von 94 Jahren, 518 minus 424 gleich 94, durch die sieben Propheten, die mit den letzten Szenen in der Geschichte des Südreiches Juda, einschließlich des babylonischen Gefangenschaft, so wie die sechs früheren Propheten mit den Schlussszenen des Nordreiches in Verbindung gebracht wurden. Das 601 vor Christus endete. Die zweite Gruppe schließt mit den späteren von Daniel aufgezeichneten Datum, dem dritten Jahr des Kyrus, Daniel 10,1, das heißt 424 vor Christus. Dann folgt eine kurze Pause von 14 Jahren, 2,7er, zwischen Daniel und Haggai, 424 minus 14 gleich 14. Die dritte Gruppe besteht aus Haggai und Zacharia, erstreckt sich über 7 Jahre. Auf die 7 Jahre, die von Zacharia abgedeckt wurden, folgt die letzte Pause von 29 Jahren, die mit dem Anbringen des Siegels der Propheten Malachi im Jahre 374 vor Christus abgeschlossen wurde. Jahre nach der Wiederherstellung des Tempelkults und Rituals, beginnend nach der Einweihung des Tempels im Jahre 405 vor Christus, mit dem ersten Passa am Nisan 404 vor Christus, siehe Anhang 58. Dieses Jahr, 374 vor Christus, markierte den Beginn der letzten großen Prüfungszeit des Volkes im Lande, nämlich 400 Jahre, 40 mal 10, und endet mit dem Beginn des Dienstes Christi im Jahre 26. Siebtens. Bei der Prüfung dieser chronologischen Einstellung wird man feststellen, dass sie uns die prophetischen Bücher als Ganzes vorstellt, und damit in gewisser Weise von der üblichen Einstellung in vier Propheten, der die großen oder längeren, und die zwölf Propheten, die kleineren oder kürzeren. Obwohl es natürlich offensichtlich wahr ist, dass Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel größer sind in dem Sinne, dass sie Botschaften von größerer Dimension und weitaus größerem Umfang als die meisten anderen sind, scheint es dennoch gemäß ihrer chronologischen Position in der Schrift, wie in der Tabelle oben gezeigt, dass sie vom göttlichen Geist zusammen mit den sogenannten kleinen oder kürzeren gruppiert wurden, als Einheiten, die nur in einem bestimmten Kommen des Wortes Jehovas während bestimmter, klarer definierter Zeitabschnitte, die mit dem Ende der nationalen Geschichte der Söhne Israels als Besitzer des Landes. Es ist interessant, die enge Verbindung der Zahl 6 und 7 mit den Zeiträumen festzulegen. Das mit diesen Zeiträumen ist für mich ziemlich große Spekulation, lasse ich natürlich stehen, aber ich lese es nicht vor. Anmerkung: Der Glaube einiger, dass sich Hebräer 11, 37 auf Jeremia bezieht, beruht auf der jüdischen Tradition, dass der Prophet
in Ägypten zu Tode gesteinigt wurde. Dafür gibt es keinerlei Beweise. Im Herrn Jesus Christus, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Das hat alles wieder unser Bruder in Christo Antonino für uns zusammengestellt. Und auch hier gilt, prüfet alles und das Gute behaltet. Darum habe ich das Spekulative unten gar nicht vorgelesen, aber es stehen gelassen. Wenn Sie interessiert, den interessiert's. Im Herrn einen guten Tag. Amen. Yeah.